Vor vielen Jahren, da war ich noch ein junger Mann, beschlich mich plötzlich eine Ahnung, dass nämlich die in der Bibel prophezeite Endzeit kurz bevorstand. Das war insofern überraschend, als dass ich in diesen Jahren mich weder mit Religion noch mit der Bibel befasst hatte. Zumindest nicht tiefgreifend. Und mein Glaube eher in Fragen bestand als in Gewissheiten. Aber müssen wir das wirklich? Müssen wir damit rechnen, dass es jetzt losgeht? Nun, wenn ich ehrlich bin, sind die Ereignisse in den letzten Jahren und Monaten tatsächlich mehr als besorgniserregend. Oder anders ausgedrückt, vielleicht sind sie mehr als hoffnungsvoll. Ich möchte in diesem Video nicht allzu tief auf die Offenbarung des Johannes eingehen. Du findest dazu mehr als genug Material. Noch bin ich ein Hellseher oder ein Prophet. Und einen besonderen Hang zur Verschwörungstheorie habe ich auch nicht. Aber ich habe die letzten Jahre einen inneren Prozess erlebt, den sogenannten Dualseelenprozess. Und tatsächlich hatte ich zunächst einmal wenig Verbindung, dass dieser Dualseelenprozess mit der Endzeit, die übrigens nicht nur in der Bibel erwähnt ist, sondern rund um den Erdball, gibt es eine Reihe von Schriften, die genau diese Zeit erwähnen, die in der spirituellen Szene immer wieder mit Aufstieg in 5D oder sowas ähnliches referenziert wird. Wenn du dieses Video schaust, ist es vermutlich der 8. April. Dieses Datum ist absichtlich gewählt worden, denn an diesem genannten 8. April 2024 findet eine Sonnenfinsternis statt. Eine Sonnenfinsternis ist nichts Besonderes. Diese gibt es im Laufe der Jahre immer und immer wieder. Und meistens passiert an diesen Tagen auch nichts Besonderes. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass am heutigen 8. April, wenn der Hauptteil meiner Zuhörer diesen Podcast hört, auch tatsächlich nicht groß was passieren wird. Weder wird deine Dualseele oder deine Zwillingsflamme mit wehenden Fahnen zu dir überwechseln, noch erwarte ich den Ausbruch eines Krieges oder so etwas. Und auch keine welterschütternden Terroranschläge. Trotzdem, wir hatten direkt vor der Sonnenfinsternis ein großes Erdbeben in den USA. Nun, auch das ist nicht so besonders. Ich habe mir sagen lassen, dass Erdbeben und Vulkanausbrüche häufiger mal um Sonnenfinsternisse herum auftauchen. Aber dieses Erdbeben in diesen Regionen, wo es stattgefunden hat, hatte schon eine beeindruckende Stärke. Aber viel wichtiger ist, dass viele Menschen glauben, dass aufgrund der astronomischen, geologischen und astrologischen Umstände diese Sonnenfinsternis etwas Besonderes ist. Und es läuft die Theorie um, dass dies der Beginn der siebenjährigen biblischen Drangsal ist. Ich konnte das leider nicht verifizieren, aber es heißt wohl, dass Papst Franziskus gesagt haben soll, also wie gesagt, ich konnte das nicht finden, dass der Antichrist bereits auf der Erde ist. Und da wir nicht nur die Bibel, tatsächlich nicht nur die Bibel, sondern wirklich in vielen Kulturen und Religionen um den Erdball herum eine Beschreibung einer Endzeit haben und vieles darauf hindeutet, dass es tatsächlich um diese Jahre herum passieren wird, möchte ich in diesem Video zu dir, deinem Dualseelenprozess und zur großen Zeitenwende, denn auch so könnte man das bezeichnen, einige Worte verlieren. Die folgenden Informationen, die habe ich entnommen
einer erzkonservativen katholischen Quelle. Also Leute, die keinesfalls verdächtig sind, Verschwörungstheoretiker zu sein. Ich meine, du musst nicht deren Meinung sein, aber das sind bestimmt nicht irgendwelche Spinner. Nun, und der Grund, dass ich als Quelle Katholiken nehme, ist ganz einfach. Wenn du dich in satanistischen Kreisen umhörst, also ich selber habe keinen Kontakt dazu, aber Leute, die das tun, die sagen immer mit großer Regelmäßigkeit, dass die Satanisten als Hauptfeind, als Hauptangriffspunkt ihrer Aktivitäten die katholische Kirche haben. Das muss tatsächlich einen Grund haben. Und so wurde vor einigen Jahren dem alten Papst Benedikt dem 16. von einem Kreis von Exorzisten, die katholische Kirche hat immer noch ein paar Exorzisten, eine Information zugespielt. Und zwar, dass bestimmte Leute in hohen und höchsten Kirchenämtern tatsächlich praktizierende Satanisten sind. Papst Benedikt der 16. hat daraufhin wohl versucht, dagegen vorzugehen. Das Ergebnis kennen wir, er musste zurücktreten. Stattdessen wurde eine Figur ins Papstamt gewählt, die so, ich sag mal, heretisch ist, ketzerisch, dass in sehr konservativen katholischen Kreisen eine Theorie der Sedivakanz vertreten wird. Sedivakanz bedeutet nichts anderes, als dass es gar keinen Papst gibt derzeit. Also der, der jetzt dran ist, unrechtmäßig im Amt ist. Ich möchte dich hier nicht mit inneren Angelegenheiten der katholischen Kirche langweilen. Aber diese Dinge sind höchst relevant und meines Wissens hat das noch niemand in Zusammenhang gebracht. Und ich selbst habe tatsächlich auch lange Zeit gebraucht, um diese Dinge in Verbindung zu bringen. Und obwohl ich weder die Position der katholischen, schon gar nicht der evangelischen und erst recht nicht der evangelikalen oder orthodoxen Teile, stehe ich dem Christentum und den Kirchen grundsätzlich positiv gegenüber. Ich weiß, dass es in der spirituellen Szene Mode ist, auf die Kirchen einzudreschen, sich aber paradoxerweise gleichzeitig aus den Lehren verschiedenster Religionen wie aus einem Eintopf zu bedienen. Und gleichzeitig die negativen Eigenschaften, gerade die, auf die man eindrischt, dann zu übernehmen. Was sich dann in radikal dogmatischen Haltungen widerspiegelt, die im Gegensatz zum beispielsweise der katholischen Kirche nicht als solche benannt werden. Also die katholische Kirche hat Positionen, die nennt sie Dogmen. Das sind Dinge, die nicht zu hinterfragen sind, aber diese sind benannt. Ja, da steht dran, dies ist ein Dogma. In der spirituellen Szene ist das eher so, ja, wenn du das nicht glaubst, dann bist du halt blöd. Ja, es wird natürlich in einer anderen Sprache verbrämt. Also man ist dann noch nicht aufgestiegen, noch nicht erleuchtet genug oder wie auch immer. Aber Inhalt ist das. Also gehen wir weiter. Wir schauen mal kurz in die Johannes-Offenbarung hinein. Und ohne, dass ich das jetzt genau aufschlüssel, damit kannst du dich selber beschäftigen, wenn es dich wirklich interessiert, um das Video nicht stundenlang in die Länge zu ziehen, erfahren wir dort über diese Endzeit einige Dinge. Eins dieser Dinge ist, dass die Kirche in Bedrängnis gerät und es einen großen Abfall von der Kirche gibt. In Europa macht sich dieser Abfall in schwindenden Mitgliederzahlen bemerkbar. Weltweit eher dadurch, dass die Menschen zwar innerhalb der Kirche bleiben formal, aber sich von dem Glauben verabschieden. Dieses ist begleitet von einem derben, wirklich derben Verfall der Sitten. Und dadurch, dass Menschen, die ihren Glauben leben wollen, in immer größere Bedrängnis geraten. Es gibt inzwischen zahlreiche Orte, wo du als Christ in Lebensgefahr schwebst. Wir haben gewisse Vorläufer gesehen, in dem Menschen ohne eine gewisse Gentherapie beispielsweise von Kaufen und Verkaufen ausgeschlossen wurden. Auch das erfahren wir in der Johannes-Offenbarung. Wir erfahren dort auch,
dass es da ein Tier gibt, das über die Welt herrscht. Dieses Tier wird häufig verstanden als unser politisch-wirtschaftliches System. Und dann steigt ein zweites Tier auf und vernichtet das fast. Nun, vielen sollte klar sein, dass wir das gerade erleben. Unser demokratisch-kapitalistisches System, das über viele Jahre zumindest so halbwegs funktioniert hat, aber gleichzeitig enorme Probleme und Ungerechtigkeiten erzeugte, also für einen großen Teil der Menschheit überhaupt kein Segen war. Nun droht von etwas vernichtet zu werden, was um ein Vielfaches schlimmer ist. Wer in den Protokollen oder in den Veröffentlichungen des World Economic Forums nachliest, der wird das dort lesen können, dass diese Leute ein anderes Wirtschafts- und Politiksystem wollen, das ausdrücklich diktatorische Elemente enthält. Von dem wird, wie es in der Offenbarung heißt, dann gesagt, dass es den Frieden und das Heil auf die Welt bringt, was aber voraussichtlich jetzt schon erkennbar niemals passieren wird. Und dann lesen wir von den apokalyptischen Reitern, die Krieg, Terror, Armut, Hunger und Seuchen auf die Welt bringen. Nun, die Seuche haben wir die letzten Jahre erlebt, auch wenn dieser mit politischem Druck nachgeholfen werden musste. Die zunehmende Verarmung und der zunehmende Hunger auf der Welt ist jetzt da. Zunahme des Terrors und drohende offene militärische Konflikte zwischen den Weltmächten, das kannst du derzeit beobachten. Und wir sehen einen Bericht in dem Text über den Antichristen und den falschen Propheten. Antichrist, falscher Prophet und Satan sind die teuflische Dreieinigkeit. Wenn man sich die biblische Beschreibung genau anschaut, dann ist es nicht wahrscheinlich, dass mit dem Antichristen eine konkrete Person gemeint ist, sondern eher sowas wie eine mächtige Institution, die über die Erde herrscht. Mit dem WEF und seine Tarn- und Schwesterorganisationen haben wir ein solches System, ein solches Netz an Institutionen, von denen tatsächlich die Macht ausgeht. Der falsche Prophet hingegen oder die falschen Propheten, ja, aber es ist vor allen Dingen einer, naja, da gibt es den einen oder anderen aussichtsreichen Kandidaten, der gehandelt wird. Ich finde den zwar nicht überzeugend, aber der Favorit ist derzeit ein Herr Harari. Er ist sozusagen der Chefprophet der Transhumanisten, die die Menschheit überwinden wollen, das heißt vernichten. Dies ist kein Video zur Identifikation des falschen Propheten, aber tatsächlich, wenn du dir diesen Menschen anschaust, dann treffen viele Merkmale, die beschrieben sind, auf ihn zu. Nun, ich glaube, bis auf eins, nämlich, dass dieser falsche Prophet große Zeichen und Wunder tut. Bisher ist er nur durch sehr dumme Sprüche aufgefallen. Dies ändert aber nichts an seiner Gefährlichkeit, weil er in elitären Kreisen gerne gehört wird und dort tatsächlich Einfluss besitzt. Auch über dieses Thema, falscher Prophet, Harari, kannst du dich im Internet erkundigen. Das soll's hier nicht sein. Nun aber zu den Dualseelen und zu unserem Thema. So grausam diese Anzeichen auch sind, die wir vor unseren Augen sehen und nicht einfach ignorieren können, so sehr ist es ein Grund zur Hoffnung. Und das bedeutet nicht, dass es jetzt sofort schön wird, ganz im Gegenteil. Täusch dich nicht, wir haben die Auswirkungen dieser kommenden Ereignisse ja gerade benannt. Aber diejenigen, die an ihrem Glauben festhalten, also die, die Gott zugewandt bleiben, die, die positiv bleiben, die, die im Glauben, im Vertrauen, Glaube heißt Vertrauen. Glaube heißt nicht, dass du einen Haufen Dogmen immer vor dir her laberst. Für diejenigen wird alles gut. Die große Zeitenwende. Ja, oder wie es die Spirituellen sagen,
Der Aufstieg in 5D, der findet gerade vor unseren Augen statt. Als Dualseelen haben wir eine Aufgabe, unser Herz in tiefster Liebe zu öffnen und dadurch für andere Menschen zum Leuchtfeuer zu werden. Und ja, dieser spirituelle Krieg ist bereits gewonnen. Die heiligen Texte, nicht nur die christlichen, auch beispielsweise die jüdischen oder hinduistischen oder die Überlieferungen der Maya oder der Sumerer oder der Ägypter, die sprechen davon, von der großen Zeitenwende, der chaotische Zeiten vorausgehen. Aber diese chaotischen Zeiten sind einfach ein Zusammenbruch der alten Ordnung, die noch nie funktioniert hat. Und dieser Zusammenbruch, der erzeugt das Chaos. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen, aber die ist wichtig. Es ist ein wichtiges Puzzleteil. In den biblischen Schriften ist nämlich erwähnt, dass diese Endzeit beginnt mit dem Wiederaufbau des israelischen Tempels. Und dieser Wiederaufbau, das ist keine Verschwörungstheorie, ist geplant für 2024. Diese Information bekommst du aus ganz offiziellen israelischen Quellen. Es sind sozusagen der Zufälle zu viele, als dass man sagen könnte, es ist alles Zufall. Nun kommen wir zu dir. Deine Aufgabe ist eine ganz einfache. Deine Aufgabe ist es, zu leuchten, die Liebe auf den Planeten bringen und für andere Menschen, die vielleicht aufgeben würden, eben Quelle der Hoffnung zu sein. Um das zu sein, bist du der Fels in der Brandung. Also derjenige, der unerschütterlich Vertrauen und Zuversicht aussendet. Also wenn jetzt heute der 8. April ist, dann verfalle nicht in Angst. Heute ist nicht das Ende. Vermutlich wird es nicht einmal größere Ereignisse geben. Aber es könnte sein, dass heute das Tor geöffnet wird zu einer Phase von 7 Jahren, in der es sehr eng wird für viele, viele Menschen. Und es wird Zeit, dein Geld, deine Zeit, deine Ressourcen tatsächlich in die persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Persönlichkeit, ja, in paradoxer Weise im Sinne von Aufgeben des Egos, was eigentlich das Gegenteil ist, aber trotzdem in diesem Aufgeben des Egos zeigt sich die wahre Natur, dein wirkliches Sein, also die Person, so wie sie gemeint war. Genau das wieder freizulegen. Und gehen wir ruhig weiter. Stell dir mal vor, das könntest du, indem du deine wirklichen Fähigkeiten entwickelst. Das, was von Anfang an der Plan war, warum du auf dieser Welt bist, diese einzigartigen Fähigkeiten, mit denen du die Welt beschenken kannst. Und wenn du das nicht alleine tust, sondern als Paar, als Zwillingsflammenpaar, als Dualseelenpaar, um wie viel ist die Wirkung dann gesteigert? Und ich weiß, dass viele, die hier zuhören, schon bald an diesem Punkt sein werden. An dem Punkt zu ihrer bedingungslosen Liebe, zu allem, was da ist. An dem Punkt ihres Leuchtens und einer Partnerschaft, die weit, weit über die Fähigkeiten und Wirkungen des Einzelnen hinausgeht.